Was gibt es Neues in der Vitalwelt? Die zeitgenössische Kunst kommt nach Galsbach. Im April ist es soweit. Durch verschiedene Ausstellungen wird das Ortszentrum belebt. Die Vitalwelt Hausruck News. Herr Prescher, Galsbach hat einen neuen Weg gefunden, Kunst in den Ort zu bringen. Pro Galsbach hieß die Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, ursprünglich leerstehende Räumlichkeiten in Galsbach einer neuen Verwendung zuzuführen und durch ein, ich sage es, glückliches Zusammentreffen verschiedener Akteure und verschiedener Umstände ist es gelungen, ein Projekt auf die Füße zu stellen, das sicher noch öfter von sich hören lassen wird. Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht. Was ist das für ein Projekt? Es geht darum, dass in diesen besagten Räumlichkeiten, die Schaufenster oder ehemalige Geschäftslokalitäten sind, dass in diesen Lokalitäten viermal jährlich im Schnitt Ausstellungen zeitgenössischer Kunst gezeigt werden, wobei sich das Spektrum möglichst durch die ganze Artenvielfalt dieser menschlichen Grundäußerung ziehen soll, sprich wir werden Malerei, Fotografie, Kleinplastik, Zeichnung, je nachdem abgestimmt auf den jeweiligen Ausstellungszusammenhang sehen. Was ist Ihr Anteil am Kunstraum Galsbach? Mein Anteil an Kunstraum Galsbach ist ein doppelter. Zum einen bin ich selber bildender Künstler und somit habe ich einen sehr direkten Zugang zur Materie, zur Kunst generell. In dem Zusammenhang Kunstraum Galsbach ist jedoch eher die Funktion der Ausstellungsbetreuung, der Auswahl der einzelnen Künstler wichtig. Ich stelle sozusagen in Verbindung mit meinem Partner vom Kunstteam, der unter anderem die Kunstmesse Salzburg organisiert. Wir stellen sicher, dass das Projekt einen geordneten Ablauf erhält und dass wirklich hochwertige und qualitativ interessante Kunst in Galsbach zu sehen sein wird. Wann wird diese Kunst das erste Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Die erste Ausstellungsrunde ist geplant heuer Frühling. Und zwar ab Freitag, dem 19. April, sind die Kunstwerke im Gemeindegebiet von Galsbach an den verschiedenen Orten für die Besucher zu besichtigen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Projekt. Danke. Herzlichen Dank. Die Vitalwelt Hausruck News.